Hallo Leute und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Creepypasta überhaupt, die ich generell spiele und auch geschweige denn aufnehme. Es ist ja, warum nicht? Es muss ja etwas, es soll etwas mit unserem Channel mal zu tun haben, nämlich so Pokémon Silver, naja, Last Silver. So ein bisschen zur Soul Silver Nuzlocke Challenge vielleicht. So wie es aussieht, sind wir im Knofenserturm. Meh. Da bin ich nicht hingelaufen. Okay. Lassen wir das. Der schwarze Bildschirm. Okay. Naja. Hallo? Okay, es ist also nur schwarz. Dann gucken wir einfach mal, was wir so für Pokémon haben. Inkognitos! Und ein Feuerriegel, so wie es aussieht. Ja, nee, den wollte ich mir noch angucken. Ja, genau. Warte mal. L. E. A. Ist das? Achso, ein V. Und noch ein E. Leaf. Okay, wir sollen also weggehen. Und wir haben Hurry Curry Ketchup. Jawohl, ein Feuerriegel. Mit. Haben wir vielleicht irgendwie noch was im Rucksack oder so? Boah, das sieht ja schön aus. Oh, ist diesmal voll gefüllt hier. Wo genau in der Karte sind wir? Ja, das wollte ich wissen. Danke. Pff, wir haben ordentlich Geld gesammelt und auch Orden, wie es aussieht. Also, wir haben alle Badges. Läuft. Ja. Was machen wir jetzt? Wir haben ja nichts im Beutel. Ich kann uns eins unserer Pokémon weiterhelfen. Ach, Mann! Ich verwechsel die Tasten immer. Hey, Flash! Ja, natürlich. So ein roter Raum, überhaupt nicht. Irgendwas zumutend. Wilde Pokémon! Komm, Kinder, wird das erste Pokémon auf der Route. Wir können es jetzt fangen. Okay. Das Licht ist hier auf einmal nicht mehr da. Und es wird immer dunkler. Links, rechts, links, rechts. Ich will in der Mitte laufen. Ich will mich nicht entscheiden. Kann es sein, dass es immer dunkler wird gerade? Egal. Ja, wird es. Ey, mach das Licht wieder an. Ivan. Ach, egal. Der Weg ist bestimmt eh viel zu lang. Wir gehen einfach weiter geradeaus. Ivan, mach das Licht wieder an. Ich wartet nicht. Okay, wir haben hier keine andere Wahl, als das Schild zu lesen. Turn back now. Yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Ah, oh, okay, wir können also nicht ja auswählen. Ist aber schade. Wie sollte es auch anders sein? Unser Feuerriegel ist gestorben. Und diese Musik geht mir übelst auf den Sack. Meine Fresse hier, Mixer. Hui. Das ist viel zu laut. Ja, und jetzt? Ach, meine Güte. Ja, wow. Ja, jetzt haben wir noch ein Inkognito mehr. Ist ja schön. Habt ihr denn auch eine neue Nachricht für mich hinterlassen? H-E-D-I. E. Hä? Edith? Sende Tyson. Huhuhu. Ja. Nice. Wir sind hier erstmal eingeschlossen. Oder auch nicht mehr. Läuft. Wir wurden zu Bob der Baumeister und haben uns runtergeschraubt. Hä? Nice, wir haben keine Ahnung mehr. Und weinen auf einmal Blut. Aber Hauptsache, wir haben alle Orden und genug Geld. Ja. Läuft. Jawohl. Pokémon? Oh mein Gott, wir haben ein Celebi? The fuck? Hallo, Celebi. Okay, wir müssen die Nachricht noch lesen.
Ah ja, D, Y, I, N. Dying. Dying Celebi, ein sterbendes Celebi. Nein, tut nicht, Celebi. Nein! Ja. Ehrlich, nein. Keine Ahnung. Oh, das ist aber super, dass alle Inkognitos immer noch Hidden Power können. Und Celebi nur Paris Song. Ba, ba, ba. Dann halt nicht. Haben wir wenigstens Items zum Rucksack? Nein! Ach, oh, geil. Ah. Habe ich mir schon immer gewünscht, keine Items im Rucksack. Links oder rechts? Ach, scheiß drauf, wir laufen einfach links lang. Wieso? Weil. Nein. Warte, nein. Nein, jetzt sind wir schon so lange geradeaus gelaufen. Ich laufe den Weg nicht nochmal zurück. Auch nicht für euch. Okay, wenn ihr ganz lieb drum bittet, dann vielleicht. Vielleicht. Unter Umständen. Ich wollte gerade sagen, 3 Jahre später. You what? Hallo? Guten Tag. Ja, angenehm, Kowinski. Freulich. Freut mich. Ich mach mal mit, also sieht toll hier aus. Ja. Fuck, ich habe rote Augen, das passt nicht. Guten Tag, du bist doch anders als. Ach, scheiß. Scheiß drauf. Tschüss. Dann halt nicht. Dann mache ich halt nicht mit. Hallo? Niemanden von der Seite anquatschen, ne? Ihr will. Ein Trainer! Lass uns campen. Warum haben wir noch ein Pokémon? Verarschen? Oh nein, das Pikachu ist traurig. Natürlich, Level 255. Und unser Celebi ist auch noch shiny. The fuck. Er setzt erstmal Fluch ein. Oh, welcher Attacke sonst für eine Creepypasta? Fluch. Ja, nice. Beide Pokémon sterben in 3 Runden. Ah, ja, ich weiß, ich kann den Kampf eh gar nicht abspielen lassen. Weil ich eh nur noch. Ja, kannst du mich gleich mit Frustration besiegen? Holy shit. Pain Split? Seit wann kann. Nein, ach, egal. Das ist eh nur eine Animation. Okay, das heißt, wir haben jetzt. The fuck? Hat das Pikachu so eine scheiß Werte, dass das auf 255 nicht so stark ist wie ein Celebi Level 100? Ja. Ja. Wow. Läuft auf jeden Fall. Wir sind unsichtbar. Egal, wir können so hin und her. Ja. Okay. Würde mich jetzt mal interessieren, wie wir jetzt vielleicht aussehen. Hey, wir sind noch ein. Kopf, the fuck? Okay, das sieht mir hier anders aus. Wir können so. Ich will vielleicht ein bisschen Radio hören oder Fernsehen gucken oder. Wo ist meine GameCube? Ehrlich, nein, nein, ich akzeptiere das nicht. Wo ist die GameCube? Ich weiß, in dem Spiel bin ich jetzt noch ein sprechender Kopf, aber wo ist die GameCube? Mutter, wo ist die? Egal, naja, die ist dann wohl auch nicht da, egal. Ist wenigstens was Gutes im Kühlschrank? Meh. Alles nicht so. Egal, dann müssen wir halt über den falsch rum ausgelegten Teppich rausgehen. Soll das so sein? Okay, hier ist anscheinend eine Wand. Und. Ach, scheiß drauf. Wir gehen einfach weiter nach unten. Ja, wir einigen uns darauf. Übrigens ein toller Kontrast, muss ich sagen. Ich kann mich hier nicht bewegen, okay. Sich ein. Ey, guck mal, da ist. Hallo? Tschüss für immer? Was? Fragezeichen, just Nightmare. Albtraum. Und wir werden wieder zu Bob der Baumeister und drillen uns back in die Erde. Hallo? Hallo? Ja. Achso, wir sind anscheinend schon da. Wir sehen bloß aus wie nichts mehr. Ja, wir sind nicht mehr da. Geil, wir sind gar nichts mehr. Und unsere Arenaleiter sind auch alle gestorben. Das freut uns irgendwie nicht. Pokémon. Wir haben wieder 6 Inkognitos. I, M, D, E, A. I'm dead. Puh. Ja, wohl. Genau, das hast du richtig gelesen. Wir sind also auch nicht mehr da.
können wir speichern? Nö, wir haben auch alle Orden verloren. Das ist aber schade. Optionen. Rest in Peace, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, das ist jetzt nicht. Es ist halt so das, was Creepypastas ausmacht. Oder auch nicht? Ehrlich, Leute, ich weiß es nicht. Weil es ist, wie gesagt, die erste Creepypasta gewesen, die ich gespielt habe. Und so wie es aussieht, naja, okay. 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 Auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder, wenn es heißt, ich spiele weitere Creepypastas. Oder auch nicht. Oder ich schaue weiteren Creepypasten zu und... Na, vergiss es. Tschüss, Leute.